Ja, dann begrüße ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Münchner Derby. Endstand 1:1. Die beiden Trainer, Sebastian Hoeneß, Michael Köllner, darf ich recht herzlich begrüßen. Und unser Gast kriegt natürlich die ersten Worte. Ja, ich glaube, wir haben heute ein sehr intensives Derby gesehen mit zwei komplett unterschiedlichen Hälften. Ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir überlegen, dominant, auch wenn wir hier und da nach meinem Geschmack noch ein bisschen mehr vorne rein hätten spielen können. Aber ich denke, wir haben es geschafft, 60 komplett von unserem Tor wegzuhalten, sie nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das war durchaus positiv. Halbzeitpause haben wir uns dann vorgenommen, gerade die ersten 15 Minuten sehr, sehr wachsam zu sein, ein klares Spiel an den Tag zu legen, weil wir wussten, dass 60 mit einer Wucht rauskommen wird. Das ist uns in der Form, wie wir es uns vorgenommen haben, nicht gelungen, sodass dann nach und nach das Spiel in die andere Richtung gegangen ist, sodass wir am Ende mit dem Punkt leben müssen und auch gut leben können. Dankeschön. Dankeschön. Trainer, auch dich dürfte ich um ein paar Worte bitten. Ja, servus zusammen. Ja, im Großen und Ganzen teile ich die Ansicht von Sebastian, aber die ersten 15 Minuten waren wir aber schon gut im Spiel. Haben, glaube ich, auch die eine oder andere Möglichkeit auch schon in der ersten Halbzeit gehabt, weil wir jedes Mal an der Grundlinie waren und haben dann leider den letzten Pass nicht sauber gespielt. Sonst hätte es da eigentlich schon die Führung passieren können. Dann haben wir leider im Zentrum im Mittelfeld, glaube ich, dann ein bisschen so den Zugriff verloren, haben den Mut ein bisschen verloren. Ich denke, es ist völlig normal nach dem Trainerwechsel, dass die Spieler dann einmal sich auf Sicherheit berufen wollen die Dinge ja hundertprozentig erledigen, wollen keinen Fehler machen. Das muss man in der Halbzeit korrigieren und ich denke, wer dann die zweite Halbzeit gesehen hat, die hat eine bärenstarke Löwenmannschaft gesehen, gleich mit den zwei Lattentreffern, den Bayern-Tapper, die das mal zu zwei Glanzparaden gezwungen. Schade dann am Ende war es halt dann nur, dass wir am Ende uns nicht belohnt haben mit dem zweiten Tor. Aber insgesamt können wir mit dem Ergebnis gut leben, trotz alledem, auch wenn wir unseren Fans gerne einen Heimsieg geschenkt hätten. Aber die Saison ist noch lang, der Weg ist noch lang. Wir werden sicherlich dann auch uns jetzt auch im Offensivspiel dann noch ein paar Dinge verbessern. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit meinem Einstandsspiel, sowohl jetzt auch bei der Aufnahme der Fans im Stadion, genauso wie die Mannschaft letztendlich auch über 90 Minuten agiert hat. Wir haben ein lebendiges Spiel gesehen und ich glaube, die waren im Stadion und die haben ihr Kommen nicht bereuen brauchen. Die haben ein richtig intensives, attraktives Fußballspiel gesehen mit vielen Emotionen und trotzdem aber immer im Rahmen der Fairness. Ja, und jetzt werden wir heute und morgen ein bisschen durchschnaufen dann bereiten wir uns wieder auf unseren nächsten Fight vor in Haching. Da werden wir auch wieder schauen müssen, dass wir gut auf den Platz kommen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? In dem Fall hätten wir hier vorne ein Mikro vorbereitet. Ja, eine Frage an Herrn Hoeneß oder vielleicht eine Bitte eher. Ein, zwei Sätze zu Christian Früchtl, der ja in der zweiten Halbzeit heute dann doch besonders viel zu tun hatte. Sie wissen ja, dass ich nicht so gerne einzelne Spieler hervorhebe, aber klar, ich glaube, das hat jeder gesehen, dass der Christian auch einen großen Anteil daran hatte, dass das Spiel am Ende 1:1 ausgeht. Michael hat es ja auch schon gesagt, er hat durch mehrere Paraden uns im Spiel gehalten. Deswegen, das war einfach eine sehr gute Leistung von Christian. Hinten haben wir noch eine Frage. Ja, ich habe viele getroffen, aus meinem Heimatort waren viele da, wie die an Karten kommen, sagen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall waren genügend da und habe mich natürlich gefreut. Ich denke, dass wir dann die Oberpfalz am Ende auch mal irgendwann blau anfärben, das können wir auch dann irgendwann mal schaffen. Nochmal. Matthias. Ich glaube nicht mehr, wir haben jetzt eine Länderspielpause natürlich, da hast du lange kein Spiel und wir haben jetzt 14 Mal trainiert und ich versuche natürlich schon auch viel an taktischen und technischen Rüstzeug der Mannschaft mitzugeben.
Und ja, da ist natürlich immer dann jeder Spieler natürlich ganz konzentriert und möchte es natürlich ganz genau machen. Und das ist natürlich immer so, das ist eine Charaktersache auch. Da ist manchmal die gute Erziehung dann hinderlich, dass sie sich extrem an den Plan des Trainers halten wollen. Und in der Halbzeit gesagt, die müssen ein bisschen die Fesseln loslegen, ein bisschen einen Tick freier spielen. Und wir haben natürlich dann so mal mit unseren linken und rechten Sechser am Ende, die waren dann immer ein bisschen zu vorsichtig im Rausdecken, im Vordecken. Und dadurch sind unsere Außenverteidiger nicht zur Geltung gekommen. Und ja, man hat natürlich auch gemerkt, vor allem in Phasen der Balleroberung, wie leicht wir Bälle wieder hergeschenkt haben, wie kurz wir in unserem Spiel geblieben sind. Und alle Dinge haben in der Halbzeit letztendlich korrigiert. Und umso besser ist es dann immer, wenn du merkst, dass die Mannschaft dazuhört und dass sie die Mannschaft auch dann gewillt ist, in der zweiten Halbzeit 1:1 das umzusetzen. Und was dann rauskommt, haben wir natürlich in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir völlig überlegen waren, dass wir hochkarätige Torchancen rausgespielt haben. Und am Ende, dann wäre es auch nicht unverdient gewesen, wenn wir als Sieger hier vom Platz gegangen wären. Vorne Matthias Eicher, bitte. Herr Trainer, wie haben Sie die Leistung von Dennis Dressel gesehen und wie wichtig war sein Tor, damit man als Trainer nicht gleich mit einer Derby-Niederlage startet, hier bei 60? Ja, also ich denke nie in negativen Szenarien. Also ich wusste schon, dass wir hier nicht verlieren werden, dass wir hier was punkten. An Dennis haben wir, glaube ich, ganz gut erkannt, was letztendlich wie der Auftritt war. Der hat jetzt so lange nachgearbeitet, bis der Ball endlich drinnen war. Und das war am Ende auch, glaube ich, symptomatisch für die zweite Halbzeit, in jedem Zweikampf einfach gefüllt der Gewinner zu sein. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit geschafft. Und das war bei dem Tor so, dass man ja mit dem Kopfball schon die Möglichkeit hat, das müssen wir vorher eigentlich schon gerne so ein bisschen besser spielen können mit dem ersten Kontakt. Und nachdem der nochmal geklärt worden ist, dann ist es einfach eine Willenssache, eine Einstellungssache, eine Charaktersache. Das heißt, so lange bleibe ich dran, bis endlich die Entscheidung herbeigerufen worden ist. Und das ist gut immer, und das ist, finde ich, immer gut, wenn du viele Spieler aus den Vereinen so herstellst. Das hat Dennis sicherlich. Die sind in solchen Spielen natürlich auch, geben die alles. Und das haben wir beim Tor, glaube ich, ganz eindrucksvoll gesehen. Frage an beide Trainer. Wie haben Sie die Situation gesehen, die zum Elfmeter geführt hat? Ich kann nur sagen, dass es ein klares Foulspiel war. Ich habe noch keine Live-Bilder gesehen oder keine TV-Bilder gesehen. Deswegen, wenn es innerhalb war, war es ein Elfmeter. Wenn es außerhalb war, wäre es ein Freistoß gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ja müßig zu diskutieren. Es war ein schlechter Zweikampf, der geführt worden ist vom Marius. Punkt aus. Der hat sich einfach da doof angestellt, geht runter, trifft ihn. Und die Fernsehbilder, könnte man jetzt sagen, die waren tick außerhalb. Es ist auch müßig, darüber zu reden. Also, auch wenn es jetzt nicht Aussage gewesen wäre, würde es keine Spielannullierung geben und ein Wiederholungsspiel. Ich denke, das war schwer zu sehen grundsätzlich. Und von dem her ist alles okay. So, das ist halt einfach dann so, in der ersten Halbzeit haben wir einige solche Zweikämpfe gehabt, die man einfach dann nicht sauber gespielt. In der zweiten Halbzeit war das dann deutlich besser. Ja, wir wollten schon in unserem Zehnerraum oder beziehungsweise auf der Bayern Sechserraum für Druck erzeugen und da einen zweikampfstarken Spieler, einen laufstarken Spieler reinzubringen, der einfach dann die Räume zuläuft. Das ist uns in den ersten 15 Minuten super gelungen. Und dann ist aber eine Ebene weiter hinten nicht gut gespielt worden. Das bestätigt, was er letztendlich gezeigt hat. Ich muss natürlich auch und will natürlich auch auf der Drücke gehen und nicht jetzt eine Mannschaft verwalten, so wie sie vorher existiert hat. So, da habe ich es genauso auch mit Niemann, mit der Einbahn. Das sind einfach Jungs, die jetzt gut ihre Dinge gemacht haben. Und es hat auch dann gepasst. Entsprach die zweite Halbzeit schon dem Kölner Fußball, den Sie sich vorstellen? Was hat schon in Ihrem Sinne funktioniert? Ich weiß nicht, ob das immer so der Kölner Fußball am Ende ist, der Fußball der Löwen. Ich kann nur die Dinge umsetzen oder einfließen lassen, die mir die Mannschaft und der Verein anbietet. Die Mannschaft hat in den 14 Tagen oder in den 12 Tagen einfach gut gearbeitet, hat ein paar Dinge für mich, war schlüssig, dass wir das umsetzen können. Das haben wir heute auch gesehen. Wichtig ist, wie gesagt, dass du auch erkennst, dass die Mannschaft eine Leidenschaft hat, dass sie die Mannschaft einen Willen hat, dass sie auch mal einen Rückschlag verkraften kann, und das war sicherlich das 0-1. Und dass sie dann trotzdem aus der Halbzeit rauskommen und sagt, das Ding wollen wir jetzt unbedingt drehen und wir stemmen uns dagegen. Und ich glaube, das sind Attribute, die hier als gegnerischer Trainer oder wenn ich 60 Jahre beobachtet habe, immer erkannt habe. Und das ist natürlich so, das musst du weiter pflegen, das musst du weiter hegen, das musst du weiter forcieren. Und das, glaube ich, sind dann wichtige Dinge. Und ansonsten, wie gesagt, war es ein guter Auftakt, keine Frage. Es sind ein paar Dinge, die wir uns vorgenommen haben, und gut funktioniert.
haben wir aber ein paar Dinge, die in Halle gut funktioniert haben, auch übernommen. Und von dem her, wie gesagt, bin ich mit dem, was wir heute in 90 Minuten gezeigt haben, in allem zufrieden. Noch weitere Fragen? Keine? Dann sage ich vielen Dank an beide Trainer und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.